Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Die erste Eventfolge ist da mit einem fetten Pack Opening und ich bin richtig gespannt, was wir erziehen, weil ich glaube, dass wir heute richtig loslegen können hier bei NHL mit guten Spielern. Ich hoffe zumindest, dass es gute Spiele werden. Genau, Superstar-Herkunft, alles Superstar-Entstehung, Eventziele abschließen. Austin Matthews 4 Tore, Jaromir Jagr 62 Tore. Jones 106 Checks, Victor Hedman 216 Schüsse, Nick Suzuki 136 Schüsse. Tucker Rusk gewinne 12 Spiele. Okay, machen wir mal weiter. Okay, verwerfen. Wenn weiter nicht geht. Sein Schmarrn. Genau, dann schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Genau, Available Now, Superstar Entstehung, Meisterobjekte in Packs und Sets. Ja, Matthews, Jagr, Rusk, Hedman, Jones, Suzuki. Und dann haben wir noch diese hier. Eichel, Pietrangelo, Svechnikov, Wrensky, Richards, Oshie, Chytron und KKG. Ich hoffe doch, dass wir da was Gutes rausziehen. Außerdem Primetime-Objekte, Aaron Ekblad, Anze Kopitar. Das sind auch wieder gute dabei. Und dann haben wir noch hier Megapacks. 5-mal, 3-mal, 4-mal. Mal schauen. Wir steigen heute überall mit ein. Wie gesagt, wenn die Diamond Choice Packs auch noch, bin ich auch gespannt drauf. Hier haben wir noch Steam of the Week, aber das habe ich heute Nachmittag schon mal, gestern Nachmittag schon mal vorgestellt. Genau. Ich freue mich gerade riesig. Schauen wir auf die gute Herausforderung, was wir da so haben. Dass wir da überall einen Durchblick haben. Wir haben hier tägliche Herausforderungen. Was kriegt man da? Einen Silberspieler. Jawohl, nice. Meisterobjekt Team Herausforderung. Super Entstehung Sammelobjekte Pack. Sammelobjekte. Goldspieler. Oh, so viele schöne Sammelobjekte. Ah, das ist schon nice. Also, Sammelobjekte kann man da gut abräumen, wenn man sie dann braucht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir eigentlich bei den Meilensteinen zu kriegen. Wir müssen hier was abstellen. Superstar-Entstehung. Ein Power-Up-Sammelobjekt. Superstar-Entstehungs-Sammelobjekte-Pack. Ah, da kriegen wir nochmal Sammelobjekte. Okay, gut, da kriegen wir nochmal Sammelobjekte. Das ist gut zu wissen. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Sets mal an. Das ist nämlich ganz interessant, was es da gibt. Superstar-Entstehung-Events. Einmal gibt es die begrenzten, zeitlich begrenzten, und es gibt die, die nicht zeitlich begrenzt sind. Finde ich übrigens sehr, sehr gut. Weil, zeige ich euch gleich, wir haben hier 13 Tage lang noch, oder fast 14 Tage lang, die Möglichkeit, dass wir hier diese Spiele upgraden. Ich kann es euch gleich mal zeigen, am Beispiel von Matthews. Wir brauchen hier, tausche Spielobjekte gegen 88 Matthews ein. 36 Goldspielerobjekte brauchen wir. Da kriegen wir 88 Matthews raus. Diesen 88 Matthews plus 51 Goldspieler brauchen wir dann für einen 89 Matthews. Diesen 89 Matthews brauchen wir dann mit 83 Gesamtobjekten plus 2 Collectibles für den 90 Austin Matthews, der dann mit einem 84er und weiteren Goldspielern plus Sammelobjekt zu dem finalen 91er Meister wird. Natürlich untauschbar. Natürlich ein bisschen schade. Aber dasselbe gilt auch hier. Also das sind überall dieselben Packs, bloß halt mit verschiedenen Spieleranzahlen. Weil hier, wie gesagt, Tucker Rusk in dem Fall nicht so stark ist wie der Rest. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Synergien Bombe sind, die wir am Ende rauskriegen. Müssen wir uns danach noch anschauen. Also wie gesagt, selbes System hier. Hier hinten haben wir das natürlich Superstar-Einstiegungs-Sammelobjekt Austauschset. Tausche Goldspieler gegen ein Superstar-Einstiegungs-Sammelobjekt ein. Das ist auch nicht schlecht. Es gibt verschiedene Wege, an diese Sammelobjekte ranzukommen. Superstar-Einstiegungs-Leihspielerobjekt, das brauchen wir nochmal nicht. Breakout-Packset, ja, brauchen wir auch nicht. Habe ich mir vorhin schon angeschaut. Das sind die Sammelobjekte leider nicht wert. Und jetzt haben wir hier die Superstar-Einstiegungs-Sets. Die bleiben. Und das finde ich richtig cool, probieren wir es nochmal. Und zwar braucht ihr hier nicht nur Spieler. Gut, die Spieler braucht ihr hier auch. Hier braucht ihr zum Beispiel 43 Spielerobjekte, um die erste Karte zu bekommen. Aber für die danach folgenden braucht ihr zum Beispiel nur 19. Und dann fällt euch auf, ihr braucht 3 85er. Und ansonsten bräuchtet ihr Goldtrikots. Also es gibt Wege, die Trikots loszuwerden, die ansonsten sowieso niemand kaufen will. Oder die ihr in Packs stecken würdet, um neue Trikots und ein Premium-Pack rauszukriegen. Völlig für den Arsch. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir alle behalten, weil dann hätten wir hier locker durchgehen können. Locker. 86 Objekt plus 83, also das sind, ihr braucht weniger Karten, aber dafür bessere Karten zum Tauschen. Und die bleiben aber. Also die bleiben bis zum Ende des Jahres, könnt ihr das machen. Das heißt, wenn ihr Spieler sammelt es irgendwann, kriegt ihr die Sets schon voll. Und dann Finale, zum Finale das nochmal 86 plus hier Goldspieler und hinten haben wir dann nochmal, nee, nur Goldspieler, tatsächlich ohne Sammelobjekte. Also ihr braucht die Sammelobjekte nicht, um die Packs zu machen. Wenn ihr die Sammelobjekte habt, könnt ihr euch die teureren Spieler sparen. Das ist der einzige Trick daran. Aber ich mag das. Ich finde es gut. Finde ich eine gute Idee von Angel.
Respekt EA. Und das gleiche gilt natürlich für alle Karten hier. Ich bin natürlich sehr im Verzug, Hetman und Coco AG zu machen. Wir müssen aber mal schauen, Meisterobjekt Choice Packs haben wir hier noch. Hier findest du die Meisterobjekt Choice Sets. Ach du grüne. 130, was? 130 mal 80, oh, das ist ja krass. Also ihr könnt euch die ganzen Packs sparen, wenn ihr einfach 130, 80 Plus Spieler habt. Dann kriegt ihr einen nicht tauschbaren 91. Boah, das ist mega. Das ist mega cool. 21 Karten bei 84 Objekten. 85er 13 Mal. 86er nehme ich mal an, 7 Mal. Oder 4 Mal. 7er. Alter, das ist richtig geil gemacht. Respekt. Respekt. Wirklich Respekt. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Finde ich richtig, richtig cool. Dasselbe gibt es natürlich auch für die 88 und die 6. Oh, das ist mega. Ich finde das, sorry, ich finde das gerade Bombe. 4 Karten, was brauchen wir denn da dafür? Für 4 84er. Für Suzuki oder Jones. Boah, geil. es tut mir gerade echt leid, aber das ist gerade richtig geil. Also ich bin geflasht. Bombe. Bombe. Shoutout an EA. Richtig cool. Richtig cool. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Sehr, sehr nice. So, und jetzt haben wir hier natürlich ganz viele Packs und wir haben noch 26 ungeöffnete Packs da hinten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fangen wir da an? Ich habe jetzt gesagt, wir fangen jetzt einfach mal bei den Packs an, bevor wir die großen Packs aufmachen. Also, auf geht's. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Carlsen und Noah Dobson. Geht schon mal gut los. Nicht unbedingt das, was man haben will, aber let's go. Jawohl, Anthony Duclair und Kyle Kaminsky. Brauchen natürlich jetzt auch ein bisschen Glück hier, ne? Also drückt man die Daumen hier so. Gibt's ja gar nicht. Pacioretty, ja mal wieder ein 82er. Schauen, ob das auch höher geht als 82. Ja, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Klappt nicht ganz. Komm schon. Lass mal die mal aus. Machen wir hier mal kurz weiter. Lass mal die kleinen Packs zuerst machen. Breaking Hold B. Nur noch 80. Das ist ja auch schwach. Aber letztes Jahr so stark. Komm schon. Gib mir was. Gib mir was. Komm. Romagnosi 83. Das ist doch mal was. Zwar untauschbar. Aber wer weiß. Vielleicht haben wir irgendwann Glück. Wir ziehen die X-Faktor-Karte. Nope. Aber zumindest 2x80. So, und jetzt haben wir hinten nur noch die kleinen Packs, in Anführungszeichen. Ja, da hinten haben wir noch 2x Goldspieler. Okay, let's go. Machen wir das zuerst auf. Retuzzi. Nicht ganz das, was man sich wünscht. Aber trotzdem. 2x77, schade. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, ein Spielerpack rumliegen. Genau, machen wir mal das Spielerpack auf. Oh, 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 da oben ist eine weiße Karte. Yes, 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 yes. Yes. Na also, geht doch. Na also, geht doch. Wir fangen gut an. Brian Allen. Jawoll, freut mich gerade richtig. David Pastrnak. Das ist Cashflow, Freunde. Das ist wirklich Cashflow. NHL Spielerpack. Auf geht's. Seid ihr dran. Judaudi, jawoll! See! Nice one! So, jetzt haben wir hier noch die Premium. Nochmal ein Spielerpack. Diamond Choice machen wir ganz am Ende heute auf. Das sage ich euch gleich. Auf die freue ich mich richtig. Und auf die habe ich leider richtig hohe Erwartungen.
Hätten wir vielleicht ganz am Anfang aufmachen sollen. Aber trotzdem, jetzt schauen wir mal. Jawohl, Svechnikov 84, das ist genau das, was ich will. Auch noch mit der richtigen Karte. Mit der richtigen Synergie, jawohl, nice. Let's go, let's go. Auf geht's. Weiter, weiter. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch so viele Packs. Come on. Ah, David Perrin 82. Das ist okay, das ist okay. Da hinten. Ah, Seth Jones 82. Ist auch okay, ist auch okay. Wie gesagt, kann ja alles eingetauscht werden, noch das, dass sie tauschbar sind. So, komm, komm. Können wir verkaufen. Ah. Aaron Eckblatt, 82, ist okay. Wie gesagt, können wir alles verkaufen. Die haben heute haben sie richtig Wert. Heute haben sie richtig Wert. Die letzten Tage waren wir noch so halb, aber heute ist... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich freue mich so, ich freue mich so. Wer ist es, wer ist es? Ich weiß es nicht, ein Conn Smythe Trophy. 12 All-Star Games, Alter. James Norris, Calgary Flames. Jawohl, Al McGinnis, nice, Power-Up Icon, jawohl. Nice one, ich freue mir so, ich freue mir so, oi, 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 oi. Und dann hat er so Kack-Synergien. Untauschbar, aber ist okay, wir nehmen ihn, das ist super. Jawohl, let's go. Weiter geht's, wir sind hier noch nicht fertig. Ah, Ross, da hinten haben wir noch eine Karte, Nylander 82, ist okay. Aber jetzt machen wir die richtigen Packs auf. Die kommen ganz am Ende, die warten noch. Ich will euch ein bisschen auf die Folter spannen, was das angeht. So, jetzt fangen wir erstmal hier an mit diesem untauschbaren 1000er Pack. Let's go. Ah, 83 Richards ist okay. 83 Richards ist okay, der ist nicht schlecht. Hat sogar die richtige Synergie. Was hat denn der Centerwert? Das wäre natürlich Bombe. Ah, 85 Cent. Ah, Brad Richards ist nicht schlecht. Warte mal ab, der könnte Kadri zum Beispiel ersetzen. So, jetzt haben wir hier zweimal die Packs. Zweimal können wir die ziehen. Richie, Getzlaff, Mason, 750 Münzen. Ah, okay, ist okay, passt. Nehmen wir mit 700. Let's go. Wir sind hier noch nicht fertig, Freunde. Jawohl, Forsberg, Team of the Week. Da hinten kommt Chychrun 82. Schade. Da hinten kommt nichts mehr. Nee, ist okay. Shit happens. Weiter geht's. Genau, das sind wir fertig. Jetzt haben wir hier natürlich, können wir einmal wählen. Das ist, glaube ich, ein Leihspieler. Auf wie gesagt, auf Leihspieler will ich mir nichts ein, weil es bringt mir nichts, wenn ich mit denen 2-3 Spiele mache. Und ich sie jetzt 10 Tage spielen kann, danach sind sie weg. Sorry, ist für den Arsch. Tut mir leid. Bringt mir rein gar nichts. Oh, aber den müssen wir uns eigentlich bauen, weil das sind genau die Synergien, die wir haben. Die müssten wir uns eigentlich bauen, den 91er Matthews, sehe ich gerade. Müssen wir mal die Synergien anschauen von den anderen. So, jetzt haben wir hier einige Packs. 4 waren das, genau. 4-mal kommt ihr dran. Let's go. Komm schon. Share Webber. Ah, ist okay, an die Sammlung. Wie gesagt, die besten Karten, die wir später nicht brauchen, werden verkauft und von den Karten bauen wir uns dann Team. Hoffentlich bis morgen Abend. Ah, Tave Starlin. Oh, 4x80 ist nicht schlecht. Wie gesagt, das ist genau das, was wir eben für die anderen Karten brauchen. Oder für diese 91 Choice. Da hinten. Lindholm und Svechnikov normal 83. Nice. Ein paar Karten, wie gesagt, müssen wir halt noch verkaufen, weil ich brauche hier... Wir brauchen stärkere Spiele für Rivals. Mhm, tata. Lindholm Drawcheck. Also okay. Machen wir weiter. Nicht lange rumfackeln. Sind wir da fertig? Ja, da sind wir fertig. Dann seid ihr jetzt dran. 750 Münzen. Ja, auch 3 oder 4 Mal. Dürfen wir die auch machen. Josi, Karlsson, Arvidsson, Forsberg, den haben wir gleich doppelt,
Philipp Forsberg, Thomas Hertz. Oh, nice. War ein gutes Pack. War ein gutes Pack. Machen wir weiter. Nicht unterkriegen lassen. Mhm. Stevenson. Ah, schade. Ist okay. Weg. Ist okay. Shit happens. Ah, das können wir nicht mehr. Dann gehen wir jetzt auf die 20 Objekte. 10 Spieler mit 80 plus. Da hinten ist eine weiße Karte. 80. Wahnsinn! Wahnsinn! Was ist denn das für eine Folge, Alter? Boah! Krasser Scheißdreck! 87 Kucherov! Yes, Sir! Yes, Sir! Wir haben noch 4 von denen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, keine weiße Karte, ist okay. 82 Bjorkson, 84 Wheeler, ist auch nicht schlecht. Um Himmels Willen. Boah, komm, komm, da geht mehr, da geht mehr. Wir haben die Choice Packs auch noch. Da geht mehr, komm schon. Nein, wir wollen nicht mehr Punkte kaufen, wir wollen Packs aufmachen. Komm schon, gib mir, gib mir. Das sind so viele weiße Karten. Das sind so viele weiße Karten. Das sind so viele weiße Karten. Wir haben Malkin gezogen. 85. Was kommt da noch? Ja! Drei Seitel. Ja! McKinnon, bist du des Wahnsinns? Was ein Pack, Mann. Was ein Pack, Mann. Das gibt's hier gar nicht. Boah, Bruder. Conrad 82. Boah, Junge. Was ein Pack, Mann. Junge. Junge, 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 auf geht's, 1200, legen wir gleich die nächste Karte nach, komm, McDavid fehlt noch. Oh, wir können nicht mehr, schade, schade, schade. Wir können nicht mehr, aber es ist gut, wir haben noch 2 Packs übrig. 2 Stück. Let's go. Diamant, Choice. Dann nehmen wir mal die 81er von den Krakens. Tarasenko, jawohl. Hm? Komm schon, komm schon, komm schon. Gabo Kako. Letzte Runde ist immer gefährlich. Schade, 5 von 5 Choice Packs. Hm. Hart an der Grenze, aber wir können eigentlich nichts sagen. Wir haben gerade Karten gezogen, Alter. Die ziehst du normal nicht so in eine Reihenfolge. Komm schon. Toffoli und Dobson. Dobson habe ich, glaube ich, auch schon 3-mal gezogen. Jeff Theodore, das ist gut. Die Karte brauchen wir. Die Karte brauchen wir. Damit haben wir unseren Soll erfüllt. Ryan O'Reilly haben wir tatsächlich nicht gezogen, gell? Jamie Benn und Coleman. Oh, schade. Okay, ist okay. Die Choice Packs leider, leider nicht so erfolgreich wie die anderen davor. Boah, aber Junge, was waren das für Packs vorhin gerade? Was? Junge, 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 Junge. The fuck, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was zum Teufel ist hier eigentlich gerade passiert, Alter? 87, 3 Seiten, den können wir da oben gleich einbauen, das ist Bombe. McKinnon. Der passt noch nicht mal in die Mannschaft. Die zwei schon, das ist Bombe, 2 Protector-Spieler. Also sowohl Pasternak als auch Kucherov passen in die Mannschaft. Malkin als die passt in die Mannschaft. Oh mein Gott. Den brauchen wir. Shutdown. Protector Svechnikov. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir für geile Karten gezogen? Da wird ja jeder Hund in der Pfanne verrückt. Und wir haben Haufen 80er Karten. Wir haben ganz, ganz viele 80er Karten. Schaut euch das an. Eieieiei.
Eieiei, oh, ich bin so gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Eventobjekte, lassen wir uns kurz nachgucken, was denn da drin ist. Pass auf, wir haben Jager. Der hat Verteiler und Magier, das bringt uns nichts. Aber der bringt uns was. Der Matthews bringt uns was. Das wäre aktiviert und das wäre auch aktiviert. Boah, der Schuss, krank. Deep Gladiator. Funke Zonenwirbler ist an. Oh. Hallo, wir brauchen den 91 Matthews. Boah, Junge. Arbeitstier, Jager. Der normale Jager hat Arbeitstier. Oh boy. Oh boy. Den können wir nicht gebrauchen. Headman auch nicht. Eichel auch nicht. Jones. Hätte Lampenknipser. Nick Suzuki. Hätte Dieb. Boah. Boah, Junge. Was haben wir da gerade gezogen? Was haben wir da gerade? Das ist ja geisteskrank gewesen. Okay, pass auf. Machen wir mal die Karten hier fertig, die wir jetzt hier gerade haben. Spielerinfo-Upgrades. Rankaufen. Nein, für Base. O'Reilly, jawohl, mit Objekt 85. O'Reilly haben wir damit. Und damit haben wir hier Herz und Seele sowie präziser Pass freigeschaltet. 85 Riley, den haben wir. Den können wir updaten. Spielerinfo und Upgrades. Guck mal, rankaufen. Base Leon 3 Seitel, Alter. Boah. Junge, 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 Junge. Puh. Welch kranker Shit passiert denn hier jetzt gerade, bitte? Welch kranker Shit passiert denn hier jetzt gerade? Boah, 88, 3 Seitel. Aktivier die Dinger mal. Uiuiuiui. Da reden wir hier von ganz starken Karten. Hall kann gehen. Meine ich, wie ich sag, ohne Witz. Lass mal die ganzen Karten hier rausschmeißen kurz. Die hier jetzt nicht irgendwie Power-Ups sind. Und somit gar nichts beitragen. Leider auch Erik Karlsson. Den müssen wir jetzt auch mal rausschmeißen. Kurz, Hedman bleibt drin. Den müssen wir updaten. Änderung speichern. Ja, ja. So, hier. Rang kaufen. 82 Overall Theodore. Wie gesagt, wir haben den 83er Theodore. Das ist schon Bombe. Hat Funke jetzt noch freigeschaltet. Wir haben Gibson im Tor da hinten. Kucherov. Linkshänder, wir haben da hinten noch einen Linkshänder. Und zwar Svechnikov. Auch mit Protektor. Andere Seite. Muss mal kurz wechseln auf RA. Da steht er nämlich, David Pasternak. Junge, 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 Junge. Damit ist Protektor aktiv. Und jetzt können wir uns das Ganze natürlich schon mal anschauen, was die da haben. Änderung speichern. Gib mir die Karte. Boah, 93, Alter. Das ist ein Schuss. Das ist abartig. Was haben wir denn in der Verteidigung? Jetzt muss ich die Verteidigung nachschauen, was wir da haben, weil da müssen wir uns natürlich aufpassen, klar. Wir haben Josi da hinten, Lampenknipser, der bringt uns wenig. Lorenzki hat Arbeitstier, der wird uns was bringen, tatsächlich. Knipser, wir haben Daudi. Was hast du denn? Stellen wir mal kurz auf.
Spieleinfos und Upgrades speichern. Bringt uns beides nichts. Bringt uns beides nichts. Wie gesagt, wir haben hier ein Power-Objekt übrig. Machen wir ihn zu einem 85er. Mir anscheinend zweimal Schlenzer. Lampenknipser Arbeitstier fehlen uns ein paar Punkte. Lampenknipser Daudi. Daudi und Yossi. Uff, da müssen wir eigentlich... Ah, stopp. Tauschen mit dem Untauschbaren. Müssen wir eigentlich schauen, dass wir die Lampenknipser voll machen. Wie gesagt, wir haben Daudi auf der anderen Seite noch. Da wären wir dumm, wenn wir Daudi nicht nutzen. So, jetzt fehlen uns noch zwei Knipser, zwei Zonenwirbler. Und theoretisch drei Arbeitstier. Dieb. Oh boy. Mal da rausstellen. Kutscher of Kane. Ja, sorry. Kane muss da nach hinten. Ferraro. Wie gesagt, Dieb ist mir wichtig tatsächlich. Richards ist schön, dass wir den haben. Landeskog bringt hier 85 Bullies mit. Der bringt hier 85 Bullies mit, wenn wir das aktivieren. Was hat ein Ovechkin vorne noch statt Dieb? Das ist das Problem. Was hast du denn noch statt Dieb? Na, guck mal, Herz und Seele. Und Funke. Wie viel Herz und Seele haben wir denn? Na, genau, ein Punkt. Gut, dann bräuchte man noch drei Herz und Seele und drei Funke. Die bräuchte man noch zwei. Zonenwirbel bräuchte man auch noch zwei. So, da haben wir schon mal einen guten Durch. Wir bräuchten Dieb noch zwei. Und Arbeitstier noch drei. Tun wir mal die wieder raus, weil ich gesagt, die Lampenknipser bringen uns nichts. Schön, dass wir die haben, aber die bringen uns nichts. Die Protector bringen uns was. Funke. Zwei Zonenwirbler und zwei Dieb. Also wie gesagt, die sind jetzt hier erstmal kurz gesetzt. Beziehungsweise die, die tauschbar sind, können wir eigentlich wieder... Na, müssen wir mal schauen. Ich bin mir bei Malke noch nicht ganz sicher. Wir müssen mal kurz schauen, was an Dieb-Karten da ist. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so einfach, das Ganze zu machen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was eigentlich McKinnon gerade wert ist, weil der muss ja
Müsste eigentlich viel wert sein. Das geht eigentlich. Ja. So 58.000 haben wir schon auf der Uhr. Crossbeard Lampenknipser. Nee, nicht Sammlungstyp, sondern hier. Arbeitstier. Mhm, und da haben wir's. 88 Headman. Trickercheck kann mir fernbleiben. Den können wir uns leider nicht leisten. Genauso wenig wie Oats. Ja, Stone wäre eine Möglichkeit. Muss ich theoretisch sagen, bevor wir auch nehmen, müssen wir Matthews nehmen. Okay, was haben wir noch? Arbeitstier, wenn man da ein bisschen weiter, gehen wir mal auf 82 runter, sind wir mal so nett, ausnahmsweise Varansky. Saros. Varansky. Okay, gut. Ah. Da haben wir es doch gerade. Matt Dumba. Okay, gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Und dann wissen wir, was es da jetzt gibt. Dieb. Taylor Hall haben wir da zum Beispiel. Evgeny Malkin. Binnington. Ja. Das wäre die Karte. Ja, das wäre die Karte. Die würde uns einiges erfüllen. Mit Dieb und... Oh mein Gott. Die 800, ja. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen nicht um diese Karte herum. Auch Nick Suzuki können wir mal gleich mal beobachten. Braden Point können wir auch auf die Beobachtungsliste setzen. Marcel Dion können wir uns nicht leisten. Würde ich sofort nehmen, wenn wir die Chance hätten. Ich setze ihn einfach auf die Beobachtungsliste. Hättest du... Was hast denn du im Bulli-Wert? Das reicht ja nicht. Ja doch, 80. Ja, notfalls Bulli. Okay. Verteidigung haben wir theoretisch nur Girard. Protector, falls ich brauche, wir brauchen vielleicht noch einen Protector-Spieler. Falls wir hier Headman rausnehmen. Pat LaFontaine, der ist zu teuer. Alex de Brinkert ist interessant, weil er viel Tempo mitbringt. William Carlson weniger. Na, guck mal einer an. Varansky bringt Protector mit. Dann müssten wir aber schauen, dass wir, wie gesagt, die anderen Karten zusammenbringen. Mit Headman und hier. Dougie Hamilton. Die Frage, ob wir ihn denn überhaupt noch brauchen. Scheifele ist auch so ein Kandidat. Wie gesagt, wir haben jetzt da Karten gezogen, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet hatte, dass wir sie kriegen.
Deswegen kann es jetzt gut sein, dass das natürlich den Mannschaftsbau ein bisschen komplett durcheinander wirft. Zonenwirbler. Was haben wir als Zonenwirbler? Ted Lindsay, ja, brauchen wir nicht. Den normalen Barkov. Der bringt halt 84 Polizisten. Ja, hm. Tavares Center brauchen wir eigentlich nicht mehr, das ist das Problem. Joe Sakic. Ovechkin. Billy Smith. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist jetzt tatsächlich nicht so einfach. Warum bist du denn eigentlich so billig? Der Junge hat doch einen stabilen Schuss. Ja, könnte jetzt ein bisschen interessant werden mit dem Teambuilding. Könnte ein bisschen sehr interessant werden. Aber wie gesagt, wir haben unsere Spieler, auf die wir aufbauen müssen. Und das sind die hier. Malkin können wir theoretisch rausnehmen. Dann hätten wir zwei Center. Ja, nehmen wir Malkin als Deep mal raus. Tut mir leid, dann rutscht du nämlich mal kurz dahinter. Leon, dann haben wir zwei Center frei. Zwei Center-Positionen, zwei Rechtsschützen sind frei. Im Angriff zwei Center, zwei Rechtsschützen. Okay, Änderung speichern. Zwei Center, zwei Rechtsschützen. Protector ist, glaube ich, schon erfüllt. Ne? Genau, Protector ist schon erfüllt. Da wird aber eine Tasche nach hinten kommen. 84 Werenski hin. Hier kommt 88 Headman hin. Aus Aufstellung entfernen. Okay, ich muss das mal durchplanen. Ich verkaufe jetzt mal das, was wir nicht brauchen. Und dann plane ich mal durch. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und ja, ich hoffe, ich freue mich. Und wir sehen uns unter der Woche wieder. Dann aber zu Rivals. Bis dahin, Ciao mit V. Bleibt gesund. Wir sehen uns.